Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Am Tag der Erinnerung kann ich hier leider nicht teilnehmen, bringt uns auch nicht nach vorne. Zunächst möchte ich mal was zu dem Haushaltsfahren als solches sagen. Das ist schon sehr merkwürdig. Wir haben im Schulausschuss unsere Anträge hingelegt. Wir haben sie auf den Tisch gelegt. Andere Anträge, Fehlanzeige. Das finde ich total untransparent und ich weiß nicht, warum wir hier nicht über Anträge diskutieren können, sondern warum die hier in die dritte Lesung kommen und dann einfach abgestimmt werden. So was Geheimnisvolles kann das doch einfach nicht sein. Die Probleme bei Schulsozialarbeit und im offenen Ganztag waren ja hinlänglich bekannt. Hier wurde auf unhaltbare Zustände hin geplant und nun wird offensichtlich in letzter Sekunde dem Patienten mit so einer Wunde so ein kleines Pflaster aufgeklebt. Aber Hansaplast, meine Damen und Herren, wird unsere Probleme hier nicht lösen. Frau Hendricks, Sie haben viel über Zahlen geredet. Frau Bär, ich glaube, Zahlen miteinander zu jonglieren und zu vergleichen, das wird die Bildungsqualität nicht automatisch verbessern. Der Ausbau der schulischen Inklusion ist eine zentrale Herausforderung für alle Schulen im Land, für die Landesregierung, für uns alle. Und ich glaube, alle Schulen engagieren sich da ganz enorm und wir sind uns in dieser Sache einig, dass wir das tatkräftig unterstützen müssen. Doch die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht. Und Frau Hennig, Sie erwähnten das gerade, die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die jetzt an einer Regelschule unterrichtet sind, sagen meiner Meinung nach überhaupt nichts über den Stand von Inklusion aus. Die sagen nur, die Schüler sind jetzt in dieser Schule, nicht mehr und nicht weniger. Obwohl zusätzliche personelle Ausstattung auch für die sonderpädagogische Förderung bei Lern- und Entwicklungsstörungen vorgesehen sind, nämlich 9.230 Stellen im Stellenbudget, reichen diese offensichtlich nicht aus. Es kommen einfach nicht genug Sonderpädagogen an die allgemeine Schule. Und wenn, dann auch nicht unbedingt an die Schulen, an denen sie am dringendsten gebraucht werden. So starten Schulen in die Inklusion ohne die notwendige Unterstützung. Ich kann das für Bochum sagen, da haben wir 42 Grundschulen und wir haben an 29 dieser Schulen haben wir eine Halbtagsstelle, wenn überhaupt, von einem Sonderpädagogen. Das heißt, wir haben 13 Schulen, wo niemand zur Unterstützung da ist. Da man dieses Problem nicht auflösen kann, wird dann offensichtlich durch die Schulaufsichtsbehörde die notwendige zusätzliche personelle Ausstattung einfach wegdefiniert. Frau Gebauer, Sie hatten das ja, sage ich mal, auch veröffentlicht, was da in Köln passiert ist. Da geht die Kölner Bezirksregierung her und stellt in einem Rundschreiben an die Schulträger fest, dass in dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung in der Regel zusätzliche sächliche oder personelle Ausstattung gar nicht vonnöten ist. So kann keine angemessene Förderung aller Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden. Und wenn ich dann noch höre, dass Sonderpädagoginnen in der Inklusion als willkommene Vertretungsreserve missbraucht werden, dass Eltern den Platz an einer Förderschule einklagen müssen, dass gerade Grundschulkolleginnen und Kollegen nicht mehr wissen, wie sie allen Kindern gerecht werden können, da es keine Unterstützung an der Schule gibt, dann, Frau Lörmann, sehe ich schwarz. Und dann, Frau Lörmann, sind Sie dafür verantwortlich. Mit klar definierten Rahmenbedingungen und einer Aufgabenbeschreibung der Sonderpädagogen in der Inklusion hätte nicht alles, aber vieles vermieden werden können. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wo wir dringende Handlungsbedarfe sehen und haben entsprechende Änderungsanträge gestellt. Aalen, Bielefeld, Bonn, Duisburg, Düren, Herzogenrath, Köln, Kreis Lippe, Siegburg, das sind nur einige Kommunen, aus denen wir Nachricht erhalten haben, dass im offenen Ganztag wirklich Land unter ist. Die Eltern sorgen sich um die Betreuungszeiten und die Qualität der Angebote. Träger suchen händeringend qualifiziertes Personal und sorgen sich um einen wirtschaftlichen Betrieb. Kämmerer sehen sich gezwungen, Elternbeiträge zu erhöhen. Letzte Woche kam nun die Ankündigung des Schulministeriums, die Landesförderung für den offenen Ganztag zu erhöhen. Ein entsprechender Haushaltsänderungsantrag liegt heute leider noch nicht vor. Wir haben dann aus der Presse entnommen, dass es 2015 ein Plus von 3% geben soll und ab 2016 jährlich 1,5. Das begrüßen wir ausdrücklich. Das wird allerdings nicht ausreichen, um die steigenden Kosten der Träger aufzufangen. Allein um die letzte Tariferhöhung der Erzieherinnen und Erzieher
umzusetzen, bräuchte es 95 Euro pro Platz und Jahr mehr. Und die nächste Tarifrunde steht vor der Tür. Das heißt, die offene Ganztagsschule in NRW braucht ein neues Fundament. Wir müssen Wege finden, die pädagogische Qualität des offenen Ganztags zu stärken und ihren Ausbau bedarfsgerecht weiterzuführen. Dabei müssen Inklusion und Integration berücksichtigt werden. Die offene Ganztagsschule ist ein wichtiger Förderort für alle Kinder. Deshalb haben wir den vorliegenden Antrag gestellt. Wir möchten in einer Anhörung gerne diese Problematik in allen Facetten beleuchten. Und liebe Frau Gebauer, die Idee des beitragsfreien offenen Ganztags ist gar nicht unsere ureigene. Das ist eine Empfehlung der Bildungskonferenz, die nämlich gesagt hat, dass eigentlich das Land für den offenen Ganztag verantwortlich sein soll und nicht die Kommunen. Auch zur Sicherung der schulischen Angebote für Zuwanderer, insbesondere Vorbereitungsklassen, haben Sie Nachbesserungen angekündigt. Hierzu sollen, kennen wir halt auch aus der Presse, 300 Lehrerstellen geschaffen werden. Diese Maßnahme ist richtig und findet unsere ausdrückliche Unterstützung. Auch das hat Frau Gebauer ja gerade noch schon gesagt. Insbesondere, und das ist ganz wichtig, wenn eine Regelung gefunden wird, die es dann auch ermöglicht, die Lehrkräfte zeitnah und schnell an die entsprechenden Schulen zu bringen und da wirklich Sorge zu tragen, dass das keine Zeitverzögerung gibt. Wir haben uns in den letzten Monaten hier im Landtag intensiv auch mit Digitalisierung und Bildung beschäftigt. Und meine Damen und Herren, ganz ehrlich, das erschreckt mich schon. Keiner von Ihnen hat dieses Thema gerade in irgendeiner Form erwähnt. Das zeigt eigentlich, und das finde ich beschämend, welchen Stellenwert dieses Thema hier in NRW in der Bildung hat. Bei den Schulen sehe ich die Situation aktuell so. Jahrelang wurde in Einzelinitiativen Leuchttürme gebaut. Jetzt entstehen so kleine Inseln um die Leuchttürme herum. Aber eine Strategie, um landesweit ein Mindestmaß an technischer Ausstattung an den Schulen zu gewährleisten, erkenne ich nicht. Auch bei Angeboten wie dem Medienpass wird darauf gesetzt, dass die Schulen dies schon irgendwie umsetzen werden. Das wird schon gut gehen. Da bin ich sehr gespannt, wie das nächstes Jahr mit der Auswertung aussieht, wenn wir erfahren, wie der Erfolg des Medienpass an den Schulen ist, vor allen Dingen in der Sekundarstufe 1. Die IKILS-Studie stellt fest, dass in keinem anderen Teilnehmerland Computer im Unterricht seltener eingesetzt werden als in Deutschland. Da sind Zweifel berechtigt, dass so allen Schülerinnen und Schülern im erforderlichen Maße Medienkompetenz vermittelt werden kann. Deshalb fordern wir, jetzt die Beratung der Schulen und die Lehrerfortbildung für den Unterricht mit Medien zu stärken. Dafür soll jedem Kompetenzteam, von dem wir 53 in NRW haben, eine weitere halbe Lehrerstelle zur Verfügung gestellt werden. Jetzt in die Förderung von Lernmitteln unter freien Lizenzen einzusteigen. Diese können Schulträger entlasten und Investitionen freimachen, die in die schulische IT-Infrastruktur gesteckt werden könnte. Vor allem aber sind sie flexibel und rechtssicher und im Unterricht so einsetzbar und können so individuelle Förderung und Inklusion tatsächlich wirksam unterstützen. Das Potenzial von OER wird mehr und mehr erkannt. Deshalb stellt der Bund im Haushalt für das nächste Jahr 2 Millionen zur Verfügung, um hier zu fördern. Ich glaube, es würde uns gut anstehen, wenn wir hier nicht zurückstehen, sondern da mitmachen würden. Denn wir sind überzeugt, dass diese Vorteile nicht nur bei zusätzlichen Lernmaterialien genutzt werden sollten. Es müssen auch Lernmittel unter freier Lizenz bereitstehen, die einen längeren Unterrichtszeitraum strukturieren, wie zum Beispiel ein Schulbuch. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Bildungsbereich. Die Digitalisierung muss klug gestaltet werden, um Schule und Unterricht zu modernisieren. Die schulische Inklusion muss besser ausgestattet werden. Insgesamt muss noch viel mehr getan werden, um unsere Schulen in die Lage zu versetzen, wirklich allen Kindern gerecht zu werden. Dankeschön.